Und bei den ganz großen Betrieben, die also Tausende von Hektar haben, wie die Königin in Großbritannien, da muss man einfach mal überlegen, ob man da nicht sogar ganz streicht. Denn wenn die nicht mehr wirtschaften können, ökonomisch vernünftig, dann können wir ja alle einpacken. Es gibt ja große Fürstenhäuser in Europa, die 5, 10 und 15 Millionen Euro bekommen und noch mehr. Das ist nicht meine Vorstellung. Aber dafür hat es in diesem Hause keine Mehrheit gegeben und die Agrarverbände waren sich da auch nicht einig.